Catch my Sonne, verpisst euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video von den DC News und Call of Duty Black Ops Cold War, die neue Map Collateral Strike 24/7. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Viel Spaß mit dem Video. Ja, Activision dachte sich so, komm, drop mir mal eine neue Map. Und Junge, die Map ist ziemlich nice. Abgesehen davon, dass es 1000 Camper gibt und die nur in den Häusern campen. Also, die Map ist nicht nice. Bevor wir mit dem Video starten, ich hab mir... Sieht man das? Seht ihr das? Wisst ihr, was es ist? Wisst ihr, was das ist? Das sind diese PS4-Ansatzstücke, damit ich eine Art Scuff habe. Also wie gesagt, man drückt hier drauf und dann kann man hier bestimmte Tasten belegen. Es ist eigentlich schon ziemlich geil. Und ein bisschen wieder scharf machen. Das war ein bisschen scharf. Hallo. Ja, ich würde mal sagen, nicht rumheulen, wenn ich scheiße spiele in dem Spiel, weil ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen mit diesen Stücken, mit diesen Ansatz. Wieso heißt es Ansatzstück? Ich nenne Scuff. Scuff, kann man dazu Scuff nennen oder ist das eine Beleidigung? Ich hoffe, ich bin gut damit, denn ich muss mich echt noch dran gewöhnen. Das ist schon ein bisschen, ja, noch nicht so ganz handgeformt. Heißt das so? Alright, Leute, wir sind reingeschaltet. Abschuss bestätigt. Ist ziemlich nice. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Map findet, weil ich habe sie schon, ja, schon lange gezockt. Okay, hier im Haus campen die immer. Ja. Ja. Die merken einfach nichts. Die merken einfach nichts, das sind einfach Bots, das ist unglaublich, also das meinte ich. Die Map ist irgendwie geil, aber auch nicht. Die Spieler machen es wieder komplett, die Spieler verkacken die Map. Man muss schon sagen, diese Ansatzstücke, es macht schon Spaß mit ihnen zu spielen, denn generell mit dem Scuff zu spielen, es bringt so nice Vorteile mit sich, aber besseres Aim gibt es mir nicht. Bei Amazon kostet glaube ich 35 €, also falls ihr euch das zulegen wollt und nicht so viel Geld ausgeben wollt für den Scuff, holt es euch auf jeden Fall. Also wie gesagt, das Aim ist noch nicht so ganz am Start, denn ich habe noch nicht so viel mit dem neuen Ansatzstück gezockt. Deswegen ist es noch ein bisschen ungewohnt, aber ich gebe mein Bestes, um alles zu zerstören. Ah! Wichtig und richtig. Oh, ich bin hinter den gespawnt, die wissen von nichts. Oh mein Gott. Hä? Waren da nicht mehr? Wo sind alle hin? What the fuck? Würde zum Beispiel das Fenster hier zubleiben und das hier nicht, es wäre viel besser gewesen. Oder das hier kann offen bleiben, aber ein paar Fenster einfach schließen. So viele Fenster. Was ist mit denen? Die Map würde echt viel geiler sein, wenn es weniger Wege gibt, beziehungsweise weniger Fenster. Weil schau mal, was ist das hier? Was ist das? 1, 2, 3, 4, 5. 6. Richtig? Wichtig und richtig. Falsch und nicht wichtig. Okay, komm. Die Runde ist gleich vorbei. Wir werden auf jeden Fall noch eine Runde spielen. Die Map bockt sich mega. Hoffentlich kommen wir mit noch krasseren Schwitzer in eine Runde. Wir sollten hier wieder alles spawnen. Aufpassen jetzt. Oh, bad. Oh mein Gott. Wieso spielen gerade in letzter Zeit jeder mit diesen verschissen Granaten. Oh, Baby, diese Handfeuerwaffe ist so krass strong. Oh mein Gott. Die ist so krass strong. Oh mein Gott, ich liebe diese Waffe. Ich liebe diese Handkanone. Nein. Huh. Das war eine intense letzte Sekunde. Versuchen jetzt in der Runde den Vitoil. Vitoil? Wie sag ich mir Vitoil? Vitoil? Vitoil. Vitoil Escort. Let's go. Wir geben unser Bestes. 6200 Punkte brauchen wir. Das sollten wir schaffen. Wichtig. 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 Und richtig. Digga, gefühlt sind das gerade Bots, die in der Runde sind, oder? Hat der eine gerade fick dich gesagt? Fick dich. Oh mein Gott, was ist los mit mir? Ja, Leute, 4.950 Punkte, let's go, Digga. Brauchen einfach nur eine gute Streak von ungefähr mal 10. Wieso rede ich gerade so langsam? Es hat so gut begonnen, so gut hat es begonnen. Und jetzt Jeffy ist gerade nur rein. Oh mein Gott, da am Fenster. Ich wollte es nicht challengen, aber ich musste es. Ich muss jetzt ein bisschen risky gehen. Wir müssen auf jeden Fall auf eine Serie drauf. Wichtig. Ganz ruhig sein, ruhig spielen. Wir sind auf mal 4, das ist ziemlich sexy. Nein! Dieser kleine Bastard hat die perfekte Grenade geworfen. Er ist einfach der Beste. Oh,
Es sind solche Schwitzer, oh mein Gott. Wieso heile ich mich nicht? Hallo, hallo. Ich dachte, auf meinem linken Ansatzstück, auf meinem linken Scuff, hätte ich die Spritze. Ja, falsch gedacht, Leute. Muss ich echt noch dran gewöhnen, welche Tasten ich drücken muss. Es ist echt noch eine Qual, aber wenn ich es geschafft habe, dann geht's richtig ab. Mit den saftigen Gameplays. Okay, mal 2 und Level 65. Let's go, Digga. Nice, mal 3. Wichtig. Und Leute, sagt's. Richtig, sehr schön. Mein Ey macht Usbekistan-Urlaub. Ich will wenigstens die Handkanone. Wenn wir die Handkanone erreichen, dann können wir richtig schnell die Streak erreichen. Die Handkanone jetzt gleich erreichen. Das wird richtig sexy dann. Noch ein paar Punkte. C4 hier rein. Nice. Hier spawn. Weak. Nice. Komm, noch ein Kill. Oh mein Gott, die spawnen alle da. Bambi. Ich gehe von ganz außen rum. Ach, und dann veraim ich wie so eine kleine Nutt. So, jetzt vorsichtig. Handkanone raus. Meine einzige Chance, den Vito-Chat zu erreichen. Die ist jetzt wieder weg. Perfekt, Digga. So, hier, ich heule. Wirklich. Oh mein Gott, die chillen alle im Fenster. Ey, Activision, wenn ihr das seht. Wahrscheinlich sehen sie das. Activision, falls ihr das seht, bitte. Schließt ein paar Türen und Fenster. Danke. Leute, ich muss euch leider enttäuschen. Die Streak wird, glaube ich, nichts mehr. Ich weiß schon mal safe, weil ich bin jetzt gerade übertrieben kacke. In 3 Punkten ist vorbei. Oh mein Gott. Stimmt kratzt. Okay, weiter können wir spielen. Ich habe so viel mehr erwartet. Die Fresse, was du hast mehr erwartet. Ich habe auch mehr erwartet. Ich habe eine Killcam. Schön, mal 4er-Streak, mal 5er-Streak. Und danach komplett auf die Fresse bekommen. Aber vielleicht, ich würde mal sagen, das ist das Video. Lasst ein Like, aber das schaut genau auf Twitch vorbei. Das stream ich jeden Freitag 16 Uhr. Und ich würde mal sagen, nee, warte, das ist falsch. Montag 16 bis 18 Uhr und Donnerstag 16 bis 18 Uhr. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.